Das ist Quinn. Quinn hat keine Geschwister, sie lebt in London und sie ist Make-up-Artist, Stylistin und Visagistin. Das berühmte Model Gwendoline ist heute zu einer Gala eingeladen und ich habe heute die große Ehre, sie stylen und schminken zu dürfen. Quinn sucht für das Model die richtige Farbpalette aus. Also für das Kleid, was du heute Abend trägst, würde ich dir diesen hellen Ton und diesen dunkleren Ton sehr empfehlen. Das würde gut zu deinem Kleid passen. Bist du damit einverstanden? Ja, das klingt sehr gut. Eine Stunde später. Gwendoline ist perfekt geschminkt für den Galaabend. Wow, Gwendoline, du siehst einfach toll aus. Ich finde, sie hat das Make-up richtig toll gemacht und ich freue mich schon auf den Abend. Nun ist Gwendolins Begleitung dran mit dem Make-up, aber sie hat ganz andere Vorstellungen. Ja, hab ich. Sie hat gesagt, ich soll den Grünen hier nehmen. Aber das geht gar nicht. Das passt überhaupt nicht zu meinem Outfit. Ich möchte dieses Blaue hier haben. Das werde ich ihr auch gleich sagen. Ich verstehe sowieso auch nicht, warum ich als letztes drangenommen wurde und nicht als erstes. Also ein schrecklicher Service hier. Aber der blaue Lidschatten würde sich zu deinem grünen Kleid richtig beißen. Das stimmt nicht. Grün und Blau passt perfekt zusammen. Hallo, soll ich aussehen wie Papagei? Wer trägt bitte schon grünen Lidschatten? Also ehrlich, ich möchte gefälligst blauen Lidschatten, damit das klar ist. Nach 2 Stunden Diskussion ist auch Pudeline endlich fertig mit dem Make-up. Also, ich finde das Make-up scheußlich. Also, beim nächsten Mal gehe ich woanders hin, weil das Make-up ist wirklich richtig schrecklich. Aber wenigstens steht mir die Schleife. Wenn ihr mein Make-up nicht gefällt, dann ist es halt so. Dann muss sie woanders hingehen und ich muss sie kein zweites Mal schminken. Eine Sache wollten wir noch von Quinn wissen. Warum schminkt sie eigentlich so gerne? Ich habe früher immer schon meine Puppen frisiert und gestylt und meine Freunde. Ich mag es, neue Looks auszuprobieren, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und dann am Ende eine ganz andere Person vor mir zu haben. Und diese Neugier, was vor dem Make-up ist und wie es hinterher aussieht, das ist einfach so ein unglaubliches Gefühl und deswegen liebe ich Make-up. Wir wünschen Quinn noch viel Spaß beim Schminken und Stylen und alles Gute für die Zukunft.